So, und hier sind wir wieder zurück mit Am Rande der Nacht, 28. Der gute Garalor hat ja Angst davor, dass er jetzt hier sterben wird bald, denn eine Prophezeiung sagt, wenn alle seine Fische sterben, dann stirbt auch er. Und wir sind jetzt bei 28 und haben folgende Auswahl. Ruhr gab uns Leben und Tod, Werden und Vergehen. So sind die Gesetze der Welt und ich habe nicht vor, sie zu ändern, sagt Cheyan von Neujärgern an einem geschwätzigen Tag. Wenn Sie Garalor spontan Ihre Hilfe anbieten wollen, nämlich neue Fische zu beschaffen, dann lesen Sie weiter bei 53. Wenn Sie eher dem Zitat zuneigen, bei 195. Und wenn Sie derartige Fische schon früher sahen, bei 222. Wir haben keine solchen Fische gesehen. Und dieses, was Ruhr uns da gegeben hat, dieses philosophische Gelabere, hilft dem Mann jetzt auch nicht wirklich, sondern wir versuchen ihm zu helfen. Deswegen gehen wir zu 53 und gucken mal, ob wir vielleicht den einen oder anderen Fisch finden können. Die Götter schicken uns Prüfungen, damit wir daran reifen, entgegnen sie, wie sie es in der Praios-Schule gelernt oder in einem Tempel aufgeschnappt haben. Sagt mir, wo die Fische sind und ich werde neue holen. Garalor ist nicht sofort überzeugt und darum helfen sie mit einigen Geschichten aus ihrem langen Leben als Heldenperson nach. Ihr müsst zu einem kleinen See, er ist nur 50 Meilen entfernt, naja nur, aber ihr müsst durch den Dschungel und werdet dafür einen halben Mond benötigen. Dort fangt ihr einige Weibchen. Woran erkennt man die? Fragen sie etwas ratlos, wenn sie nicht gerade ein Fischer sind. Es gibt nur Weibchen, erklärt Garalor. Der Rückweg ist das Schwierigste. Ihr müsst sie in einem Sack Wasser tragen, ihr müsst das Wasser ständig austauschen und ihr dürft sie nicht zu sehr dabei schütteln, sonst überleben sie es nicht. Mit einigen Trägern heben sie an. Ich kann dir niemanden mitgeben, Bruderschwester, unterbricht sie Garalor. Meine Leute haben Angst vor der Gegend, es soll dort einen Geist geben. Sie schlucken dreimal und schlucken es dann herunter. Sei's drum. Wenn sie sich noch nach Sinoda begeben wollen, um Ausrüstung zu besorgen. Ja, allerdings, ich glaube, wir brauchen schon noch so ein bisschen irgendwas, was wir mit uns rumtragen können, denn wir haben ja nichts. Aber wir haben dafür Geld. Wir gehen also nach Sinoda, nach Elf, um ein bisschen Ausrüstung zu besorgen. Was haben wir denn bei Nummer 11? Am nächsten Tag sind sie wieder in der kleinen Stadt. Sie gehen zu diversen Krämern, die sie allesamt bei 410 finden. Wenn sie alles haben, was sie benötigen, dann lesen sie weiter bei 12. Sollten sie eine Verabredung haben, dann finden sie ihren alten Freund Woltan Jagenbrook bei 289, Eferdio von Salza können sie bei 136 treffen und Schleimer Betida bei 318. Wenn sie ein verurteilter Sträfling sind, nein. Also, wir gehen zu diversen Krämern, die wir alle bei 410 finden. Gut, dann schauen wir doch mal, was man da so alles kaufen kann. 410. Hier. Hiervon dürfen Sie kaufen, so viel Sie wollen. Reisstrohsandalen, also wir haben ja Stiefel. 3 Heller, Seile 4 Silber, Fackeln 5, Feuerstein etc. Feuerstein etc., das ist ja auch schön. Mäntel aus bedrucktem Leinen gestreift oder 2... mehrere furchteinflößende Marasken vor Sonnenscheibe. Ah, so, oh, ich verstehe. Ich kann mir Mäntel aus bedrucktem Leinen kaufen für 6 Silber, die sind dann gestreift, oder ich kann sie für 2 Dukaten erwerben, dann kosten sie mehrere, dann sind sie teurer und sie haben mehrere furchteinflößende Marasken vor Sonnenscheiben als Aufdruck sozusagen. Einen Langdolch, einen Nachtwind, einen Kampfstab, 25, eine Lederrüstung. Gut, dann schauen wir doch mal. Also, wir haben also Geld. Das ist jetzt nicht das Problem. Wir haben auch eine Ausrüstung, nämlich wir haben einen Dolch. Ein Langdolch wäre natürlich insofern schön, weil er etwas mehr Schaden macht. Dann nehmen wir doch mal den. Also, wir nehmen einen Langdolch. Langdolch und der macht dann 1W+2 und wir haben natürlich immer noch einen Dolch bei uns auf alle Fälle. Der ist 1W+1. Gut, dann behalten wir den auf jeden Fall. Ein Kampfstab, Stäbe ist jetzt... Nee, da haben wir besser den Zweihänder.
Wir nehmen 5 Fackeln, das sind 25 Heller und einen Feuerstein. 5 Fackeln, Feuerstein. Macht 50 Heller, also 5 Silber. 5 Dukaten, 5 Silber haben wir bisher ausgegeben. Und wir nehmen eine Lederrüstung. Das ist dann Lederrüstung. Rüstungsschutz 2. Fünf Dukaten, 5 Dukaten, 5 Silber, 11 Dukaten, 5 Silber haben wir ausgegeben. Dann haben wir noch 30 Dukaten. Und 0 Silber und 3 Kreuzer. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das mit der Belastung ist. Gut, das ist jetzt also auch geklärt. Die Belastung habe ich eingetragen. Dann gehen wir zurück nach 11. Wir sind ja kein Verbrecher, das heißt, wir müssen da nicht ständig würfeln. Ich hätte ja gerne jemanden angeheuert, aber das fällt wohl aus. Und wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Dann machen wir mal weiter. Also wir haben jetzt 5 Fackeln, Feuerstein. Ja, das muss reichen. Dann machen wir mal weiter bei 12. Außer der Erklärung des Wegs, Proviant für die ersten Tage und einer Schlinge zum Jagen für die folgenden erhalten Sie von Garalor nur genaue Auskünfte über Tiere, deren Bekanntschaft Sie meiden sollten, Pflanzen, die Sie essen können und Pflanzen, die vielleicht Sie essen könnten. Es gibt beides, erklärt Garalor ruhig am Ende all seiner langen Ausführungen. So ist das Gefüge der Welt. Wir wissen ja, dass in Maraskan alles wahnsinnig gefährlich ist und alles wahnsinnig schrecklich. Dann bekommen Sie noch eine Tragestange und 2 Lederbeutel für die Fische. Wieder folgen genaue Anweisungen. Fange etwa 40, die Hälfte mag's überleben, heißt es. Das Wasser wechselst du täglich, du gibst stets etwas Deinwurzel dazu. Ich habe dir erklärt, wo du sie findest. Larven und Würmer findest du zuhauf, aber keine Schwarzschwärmer hörst du. Denn dort, wo Schwarzschwärmer sind, gibt es Federn und das wirst du nicht überleben. Und schüttel nicht, nicht schütteln und keine Würmer in der Nacht, hörst du? Wer hätte gedacht, dass Fische so empfindlich sind? Ich nehme an, es sind Koi-Karpfen. In der Hoffnung, sich wenigstens einen Teil der Ratschläge zu merken, brechen sie am nächsten Tag nach Norden auf, nach 184. So, dann schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. 184. So. Ihr Ziel ist ein See in den Ausläufern des Amdegyn-Massivs. Die ersten 10 Meilen kommen sie gut voran. Dann scheint es ihnen, als habe sie jemand in einen großen Kochtopf gesteckt, einen Deckel darauf getan, sodass sie nun förmlich im Schweiß schwimmen. Und als sie den ersten Vorstoß in die Urwälder wagen, geraten sie in einen Hinterhalt der 4. und 5. Stechmückenlegion, Heldengarde. Legen Sie bitte eine Probe auf Selbstbeherrschung ab. Gelingt diese, lesen Sie 291. Okay, dann gucken wir mal, wie wir da so zugange sind. Wir nehmen 3 verschiedenfarbige W20. Blau, Rot, Weiß. Oh je, das sieht schlecht aus. Also Rot und Weiß sind auf jeden Fall, aber Blau ist der erste. Das wäre Mut. Da haben wir 13. Ja gut, dann habe ich einen Talentwert übrig. Das heißt also, es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe es geschafft. Und wir gehen auf 291. Entscheiden Sie nun, welchen Weg Sie zum See wählen wollen. Den, der Sie möglichst schnell in die Berge führt, aber mit einer gefährlichen Kletterpartie verbunden ist.
Ich glaube nicht, 360, jenen, von dem ihnen Gangalore sagte, dass er durch von Rebellen kontrolliertes Gebiet führt, oder einen, bei dem sie eine Gegend durchqueren müssten, wobei es viele Mars... Ach, ich wollte übrigens noch, ganz wichtig, ich wollte mir auch ein Seil mitnehmen. Das hatte ich vergessen. Das mache ich jetzt noch schnell, weil das wollte ich auf jeden Fall. Also es ist, ja, 410, wir brauchen auch noch ein Seil. Wir nehmen zwei Seile für 4 Silber. Dann haben wir noch 29 und 6. Gut. Also wollen wir klettern oder wollen wir... Also klettern, Mut, da bin ich eigentlich gar nicht mal so schlecht drin. Wir machen lieber das mit der Kletterpartie, weil mich... Also rebellenkontrolliertes Gebiet klingt schlecht, aber noch viel schlechter klingt Marasken verseucht. Denn die Maraske ist eine sehr, sehr gefährliche, sehr, sehr große Spinne. Und das brauche ich jetzt nicht. Also wir werden klettern, 360. Und dann werden wir wahrscheinlich zu Tode stürzen, aber... Jo. 4 Tage später, im fahlen Grau des ersten Morgens. Sie sind zwar noch nicht lange unterwegs, aber bereits wieder klatschnass vom beschwerlichen Klettern über ein Gewirr riesiger Brettwurzeln. Das Haar klebt ihnen in der Stirn und das Geschnatter und grelle Pfeifen zahlloser Vögel klingt wie Spott in ihren Ohren. Auf geht es und wieder ab und auf und ab. Sie erklettern den umgestürzten Stamm eines Urwaldriesen. Gut 3 Schritt mag sein Durchmesser sein. Oben angekommen stehen sie zwischen Schwämmen und Pilzen, die auf ihm wachsen, und sehen hinab in die Schneise, die er bei seinem Fall geschlagen hat. Im hochgewachsenen Gras entdecken sie die Wölbung einer knöchernen Kugel, sicherlich der Panzer eines Tieres. Ein großes muss es sein, denn das Gras ist über einen Schritt hoch. Moment mal, ist das etwa das, wo ich hingelaufen bin mit den Marasken? Ist das jetzt hier falsch? Moment. 291. Wir wollten nicht dahin gehen, wo die Marasken zugange sind. Das interessiert uns nämlich nicht. Wir haben nämlich Spinnenangst. Also ich persönlich. Doch, 360 stimmt schon richtig. Sie vernehmen ein leichtes Klatschen und sehen raupenartige Tiere, gelb-grün gestreift durch die Luft schnellen, auf dem Panzer landen und dort herumkriechen auf der Suche nach einer Öffnung. Das gepanzerte Tier bewegt sich nicht. Etwas schabt ganz in ihrer Nähe. Sie drehen sich um und sehen ein 3-Spann großes Spinnentier mit haarigem gelb-rot gesprenkelten Leib und langem Stachel auf sich zustarken. Eine Maraske. Wollen sie stehen bleiben oder von dem Stamm in die Lichtung springen? Jetzt bin ich extra den Weg gegangen, wo es keine Marasken geben soll. Und jetzt habe ich gleich eine gefunden. Ist ja ganz wunderbar. Reizend. Einfach nur reizend. Springen wir auf die... Da ist ein sehr hübsches Bild dabei. Nein. Also ich sehe diese Maraske auf diesem Bild und ich springe auf die... Obwohl, auf der Lichtung... Auf der Lichtung ist doch dieses andere Tier, oder? Okay, springen. Also gut, ich muss mich jetzt entscheiden. Wir springen auf die Lichtung. Wahrscheinlich tue ich mir dann irgendwie so das Bein verknicken oder so. 197. Mit einem großen Satz springen sie vom Stamm, bleiben gar nicht erst stehen, laufen weiter durch das hohe Gras und bemerken, dass sie gerade in ein Nest dieser grün-gelb gestreiften Tausendfüßler gesprungen sind. Ja, wunderbar. Ganz großes Kino, echt wahr. Für Nicht-Maraskaner gilt die Maraske als Königin des Dschungels, aber es gibt auch Herzoginnen und Gräfinnen. Eine davon ist die Maraskenfeder. Das ist das, wovor er uns gewarnt hat. Die Erschütterung ihrer Stritte reizt die Tiere. Sie sehen das spannenlange Gewürm sich zusammenringeln und sich dann plötzlich wie eine Feder entspannt und durch die Luft schnellen. Zum Verlassen der Schneise legen sie 3 Ausweichproben minus 3 ab. Okay, mein Ausweichenwert ist 8. Nicht geschafft. Dann machen wir nochmal. 14 nicht geschafft und 6 gerade geschafft. Also 228 ist ja super. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt voll Ausschlag oder so. Oder wir sind tot. 228. Oje, oje. Zu ihrer Bildung. Genau genommen sind Maraskenfedern keine 1000-Füßler, sondern 100-Füßler. Das musste jetzt einfach mal gesagt sein.
Der Schmerz, den Sie gerade fühlen und der Ihnen wie die Berührung mit flüssigem Blei vorkommt, ist Folge eines Sekrets, das Sie auf Ihrer Unterseite absondern. Die großen Blasen, die Sie an der getroffenen Hautstelle bemerken und die derzeitige Lähmung des betroffenen Körperteils sollten Sie nicht zu sehr erschrecken. Sie sind meist nur vorübergehend. Das Gift senkt Ihre Gewandtheit für die nächsten 5 Abschnitte um 1 W-1. Okay, dann würfeln wir mal. Und wir würfeln eine 3. Also unsere Gewandtheit ist im Moment dementsprechend 11. Das notiere ich mal kurz. Sollte sie unter 5 fallen, dann ersetzen sie im obigen Satz das Wort meist durch nichts. Sie kippen schlichtweg und um und begegnen alsbald Boron oder seiner Schwester. Ja, lustig. 197, also wir haben ja Glück. 197. So. Okay. Wir wenden uns dann 14 zu, weil obviously, das haben wir jetzt also erledigt. Seite 14. Am frühen Nachmittag des 15. Tages, oh Gott, 14. Also das verstehe ich echt nicht, warum ich jetzt, obwohl ich da die Kletterpartie gewählt habe, nicht klettern musste. Jetzt haben wir also Abschnitt 1. Am frühen Nachmittag des 15. Tages Ihrer Reise erreichen Sie den See. Er hat eine Ausdehnung von etwa 300 Schritt und ist auf 3 Seiten von Wald umgeben. Auf der 4. erhebt sich jäh der Amran Tialgün, von dessen Steilwand ein dünner Rinnensaal in den See hinabstürzt. Aus diesem Blickwinkel erinnert der Berg an ein gewaltiges Echsenwesen, an einen aufrecht sitzenden Alligator oder Kaiman, der seine lange Schnauze dem Himmel entgegenstreckt, doch nicht trotzig, eher klagend, denn der kleine Wasserfall erscheint ihnen wie ein Tränenstrom aus seinen Augen. Das ist traurig. Sie erinnern sich an alte Legenden, die sie hörten, von den Echsen, die der siegreiche Held Bastrabun einst hierher verbannt haben soll, nach Marustan, nach Maraskan. Sie stellen sich vor, was diese Verstoßenen gesehen haben müssen, sollten sie jemals diesen See gefunden haben. Einen weinenden Riesen ihrer Art. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich traurig. Das ist wirklich traurig, ja. Eine Wolke schiebt sich vor die Sonne, wodurch sich schlagartig die Spitze eines entfernten Berges in das Bild einzufügen scheint und dem steinernen Alligator ein schief sitzendes Krönchen aufsetzt. Das hätten die Echsen damals gesehen. Keinen weinenden Riesen, sondern den tränenvergießenden König der Marus. Die Wolke zieht weiter und das Krönchen wird wieder zur Bergspitze. Ein wenig länger dauert es, bis das Echo eines Gedankens in ihren Kopf verklingt. Dieses Eiland ist alt und es hatte schon eine lange Geschichte, bevor die ersten Menschen es betraten. Es mag hier Geheimnisse geben, so alt wie Satinavs Töchter. Ja, der gute Satinav. Das Wasser des flachen Sees, der, soweit Sie das sehen können, nirgends tiefer als 1,5 Schritt zu sein scheint, ist äußerst klar und Sie erkennen jeden Stein an seinem Grund. Sehen Molche, Käfer, lange Würmer, nur eines nicht, Fische. Wollen Sie dennoch sogleich unverzagt eine Reuse bauen oder erst einmal den See umrunden? Schwierig, schwierig. Ich denke, wir gehen mal um den See, denn wir wollen jetzt ja nicht, dass uns da noch irgendwas anderes frisst. Dann gehen wir doch mal rum. 123. Das ist dann der nächste Abschnitt. Langsam umkreisen Sie den See, schauen angestrengt ins Wasser, steigen bisweilen hinein, dann wieder enttäuscht hinaus. Keinerlei Fische sind hier. So vergehen 2 Stunden, schon überlegen Sie, ob Sie vielleicht am falschen Ort sind. Da finden Sie den ersten Fisch. 4 Schritt vom Ufer liegt ein Kadaver entfernt. Na super. Gleich darauf finden Sie 3 weitere, fast verweste, dann keinen mehr. Das kann alles nicht wahr gewesen sein, denken Sie, als Sie unter den Bäumen eine Gestalt entdecken. Sie kommt näher. Es ist eine Frau, die in ein leichtes, im Licht des späten Nachmittags halb durchscheinendes helles Gewand gekleidet ist. Sie ist sehr hübsch, aber etwas seltsam geschminkt. Das Gesicht weiß mit je einer schwarzen punktierten Linie entlang der unteren Lider und der Nasenflügel. Sie nennt ihren Namen, Xan lautet er. Sie ist ihnen auf den ersten Blick sympathisch. Also wunderbar, she seems trustworthy, 247.
Das wäre dann der dritte Abschnitt. Wollen Sie Xan nach den Fischen fragen, nach Geistern oder danach, wo man hier nächtigen kann? Ja, fragen wir erstmal nach den Fischen, weil das ist jetzt hier schon wichtig, 114. Denn deswegen sind wir ja ein... Und wieso Geistern? Es gibt keine Geister. 114. Xan zog die Schultern. Es gibt hier keine mehr, mindestens seit 3 Monaten. Sie waren plötzlich weg und nach den Kadavern, die ich fand, zu urteilen, müssen sie aus dem Wasser gesprungen und über Land einem unbekannten Ziel entgegengezogen sein. Ich dachte nicht, dass es so etwas gibt. Wollen Sie Xan eine weitere Frage stellen oder meinen Sie genug zu wissen? Nein, wir fragen nochmal, wir kehren da jetzt nicht einfach zurück. Also die Alternative wäre nämlich zu Galaralor zurückzukehren, aber wir wissen ja noch gar nichts. Also das ist jetzt ein bisschen wenig. 247. Aha. Ach so, ich kann nur fragen nach Geistern oder danach, wo man hier nächtigen kann. Ich frage sie nicht nach Geistern, weil das ist Metagaming. Wieso sollte ich nach Geistern fragen? Ich frage 260, wo kann man hier schlafen? Ich habe eine Hütte, sie ist nicht sehr groß, aber für uns beide dürfte es wohl reichen, sagt Xan. Allemal übernachtet man besser als im Freien. Wer weiß, was einem ganz allein nachts draußen zustoßen mag. Naja, ich habe jetzt die letzten irgendwie 17 Nächte umsonst draußen geschlafen alleine, aber gut. Wollen Sie Xans Angebot annehmen, abschlagen oder vielleicht sofort nach Sinoda zurückkehren? Ich nehme das Angebot an. 88. Ich meine, sie ist mir doch auf Anhieb sympathisch. Das ist wahrscheinlich meine zukünftige Frau oder so. 88. Die Hütte ist nicht sehr groß. Gerade 10 Rechtsschritt, naja, immerhin 10 Quadratmeter. Ich habe nichts zum Speisen, da ich keinen Gast erwartet habe, sagt sie. Aber was ich habe, will ich mit dir teilen und stellt einen Krug auf den Tisch. Er ist gefüllt mit der Offenbarung der Zwillinge. Yay! Das ist ein Schnaps. Und sollten Sie diesen Rum, also Rum bei Garalor, bereits kennengelernt haben, dann werden Sie nicht glauben, dass es sich um dasselbe Getränk handelt, so weich ist dieser. Während Sie mit Xan plaudern, verfliegt die Zeit wie im Wind. Xan weiß, viele interessante Dinge zu erzählen und ist sehr charmant. Bisweilen schauen Sie in diese dunklen Augen und fragen sich, wie alt Xan wirklich sein mag. Dem Äußeren nach zählt Xan keine 40 Sommer und Xan mag sie. Es ist schon weit in der Nacht, als Xan ihnen eine sehr reihe gefälliges Angebot macht. Wie antworten sie, liebe Heldenperson? Sie nehmen begeistert an, sie lehnen brüsk ab und wollen gehen. Sie antworten freundlich, ich habe nichts mit Männern. Sie antworten liebenswert, ich habe nichts mit Frauen. Sie antworten unschuldig, ich habe weder etwas mit Männern noch mit Frauen. Sie antworten wehleidig, ich habe meine Kopfschmerzen. Wir nehmen begeistert an. 230. Weil Kopfschmerzen habe ich nicht. Sonst gibt die mir noch irgendwelche Medikamente oder so und dann wird mir schlecht. Wer weiß es schon so genau. 230. Mal schauen, was passiert. Zunächst verläuft alles so, wie es Ruhr geplant und Raya eingerichtet hatte. Xan rückt näher, doch dann ist es plötzlich nicht mehr der Sinnesraus, der sich ihrer bemächtigt. Weiter bei 379. Sie ist ein Vampir. Was wollen wir wetten? Die Frau ist Vampir. Die saugt mich jetzt aus. Sie ist mir gleich sympathisch, obwohl ich habe sie bei Tag gesehen. 379. Was passiert? Ihre Sicht verschwimmt zu einem Doppelbild und als sie wieder deutlich sehen, wissen sie, wer sie sind. Sie sind Xanjida, einst tapfere Kriegerin und weder lebend noch tot seit langer Zeit. Sie hatten ein gutes Leben, auch wenn ihr Ableben wenig schön war. Sie waren, so wie es Ruhe gefügt hat, bereits auf dem Weg zu Boron, dem milden Schenker des Vergessens, um anschließend Zar gegenüberzutreten, die neues Leben gibt. Da waren sie plötzlich wieder im Diesseits herbei, zitiert von jenem Magier, einem Mann Mitte der 30, dunkle Locken bis zur Hüfte, die Augen schwarz umrandet, die Fingernägel lackiert. Er hieß sie Dinge tun, namenlose Wut packt sie bei der Erinnerung daran. Sie rennen hinaus in den Wald, trommeln gegen Bäume mit Fäusten und Kopf, achten nicht darauf, was mit dem Körper geschieht, in dem sie gerade stecken, denn sie haben nicht einmal die Befriedigung des Schmerzes. Seit mehr als 100 Jahren führen sie dieses sinnentleerte Dasein. Wann wird es enden? Vielleicht nie.
Und was wird geschehen, wenn der Weltendiskus Ruhes Zwilling Groor erreicht und sie immer noch so sind, wie sie sind und nie die Gelegenheit hatten, wiedergeboren zu werden und zu lernen, wie die 64 Fragen des Seins lauten? Abermals überschwemmt sie Wut, weicht dann blanker Verzweiflung. Es ist gut zu sterben, wenn kein Magier in der Nähe ist, denken sie. Dieses Geschöpf soll es besser haben. Wenn sie über eine spitze Waffe verfügen, dann legen sie bitte eine Selbstbeherrschungsprobe plus 5 ab. Gelingt diese Probe oder tragen sie keine Stichwaffe, dann lesen sie weiter bei 15. Okay, also, Selbstbeherrschung. Dann gucken wir mal, nicht wahr, nicht? Mut. Also wir würfeln, meine drei Würfel. Das sieht gut aus. 4. Mut. Körperkraft. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, um einen Punkt nicht geschafft. So, das heißt, wir bringen uns wahrscheinlich um. 56, ja wunderbar. Dies lernte ich in einer Taverne bei Neujahrgarn. Bisweilen ist es klug, auf den Wirt zu hören. Schäern von Boran während eines Besuchs bei einem Meerweder Exil-Maraskaner. Was? Ist das die richtige Seite? 379, ist das richtig? Moment, das erscheint mir jetzt sehr wirr. Gelingt es oder tragen Sie, dann lesen Sie weiter. Ja doch, ich trage einen Dolch, andernfalls 56. Ja, tatsächlich. Okay, das ist jetzt interessant. Also insgesamt finde ich, dieses ist ein sehr merkwürdiges Abenteuer. 417. Sieht schlecht aus, wir sind tot. Schimpfend und missmutig stapfen sie durchs Jenseits, brummelnd. Immer diese Alleingänge mit meinen Kumpels und Kumpelinen, wäre mir das nicht passiert. Das ist ein wenig undankbar von ihnen. Schließlich sind sie ja auf dem Weg in das zwölfgöttliche Paradies. Und wie kommt man schneller dorthin als durch ein Solo-Abenteuer? Manch anderer rackert dafür sein ganzes Leben. Aber vielleicht ahnen sie ja, was der große maraskanische Philosoph Zendayan der Stille mit »Das Ende ist der Anfang« meinte. Oder eine eher weniger philosophisch veranlagte Person namens Eferdio von Salza mit »Nichts für Ungut« bzw. »Alles für Gut und Habe«. Sei es durch ein Gerücht. Okay, was wir jetzt machen können, ist... Also ich muss das jetzt mal lesen. Sei es durch ein Gerücht, sei es, weil sie ihn kennen, eines Totentags stehen sie vor Eferdio, der im Jenseits großen Einfluss hat, legen ihm 100 ihrer vor dem gesammelten Abenteuerpunkte auf den Tisch und falls sie dadurch eine Stufe abgestiegen sind, streichen sie noch 10 Talentpunkte und eine gute Eigenschaft. Ich möchte ins Diesseits zu Abschnitt 1 verkünden Sie. Was sind die Extras? Welche Extras, entgegnet Eferdio grübelnd. Nun entgegen sie ein wenig verunsichert. An dieser Stelle muss man doch normalerweise versprechen, irgendjemandem auf der anderen Seite zu nächtlicher Stunde zu erscheinen, ihn zu erschrecken und zu beleidigen, etwa Tronde Torbensen an Amine Horas oder Dexter Nemrod. Letzteres würde ich nicht tun, wirft Eferdio ein, sonst wirst du hier Dauergast. Dieses Mal ist es Salza. Salza ist öd und blöd, geben sie sogleich da zum Besten. Nein, nicht beleidigen, sondern bewachen. Korrigiert Eferdio. Es gibt eine alte Prophezeiung, dass die Torwalschen Salza einst wiederhaben wollen. Also wirst du versprechen, so bald wie möglich einen Mond lang unentgeltlich auf den Mauern von Salza zu wachen. Klar doch, gelogen sind, huschen zu Abschnitt 1. Nee, wir huschen jetzt nicht zu Abschnitt 1. Denn da waren wir schon mal. Wir spielen das jetzt nicht alles nochmal durch. Normalerweise mache ich das nicht, aber der Punkt ist natürlich auch, wir wollen ja eigentlich rausfinden, was das Ganze jetzt mit Borbarat, mit den 7 Gezeichneten zu tun hat. Das heißt, wir werden jetzt einfach zu 379 zurückgehen und so tun, als hätten wir das jetzt bestanden. Und dann gehen wir zu 15. Aha. Ich frage mich, wie man auf die Idee kommt, dass man sie hätte fragen sollen wegen Geistern. Als die Besessenheit verflogen ist und sie wieder bei Sinnen sind, lassen sie den See hinter sich, um Garalor vom Scheitern ihrer Expedition zu berichten. Okay, es hätten wir auch einfacher haben können. Gut, also 250. Wunderbar. Zwei entbehrungsreiche Wochen vergehen, dann stehen sie wieder vor dem Pfeifenkrautpflanzer und berichten ihm von dem Ergebnis ihrer Nachforschungen. 89.
Während sie von ihrer Reise berichten, ist Garalors Blick mit einer Stelle des Tisches vor ihm verwachsen. Er stellt nur dann Fragen, wenn sie mit ihren Ausführungen etwas zu flüchtig sind. Als sie geendet haben, ist sein einziger Kommentar: Wenn es die Zeit für den Einbruch der Nacht ist, dann soll es so sein, dann kann es niemand mehr ändern. Also der Mann ist sowas von fatalistisch. Dann entlässt er sie. Erst am Abend des nächsten Tages treffen sie ihn wieder. Entgegen ihren Erwartungen macht Garalor einen sehr entschlossenen Eindruck. Gibt es denn einen zweiten See? Eröffnen sie das Gespräch. Um endlich dieses bedrückende Gefühl loszuwerden, denn seit ihrem Bericht fühlen sie sich schuldig. So als wären sie nicht nur Überbringer der Botschaft, sondern für ihren Inhalt verantwortlich. Ja, mehrere, antwortet er und wehrt mit einer kurzen Handbewegung jede weitere Bemerkung ihrerseits ab. Aber ich denke nicht, dass es dort anders sein wird. Etwas geht vor, das weit mehr als nur mein persönliches Geschick ist, und ich denke, die hohen Geweihten unseres Glaubens sollten davon erfahren. Ich soll also nach Tutsak, werfen sie ein, wissend, dass dort einer der großen Tempel des Ruhr- und Chor-Glaubens steht. Garalor schüttelt den Kopf. Nein, die dortigen Hochgeschwister sind ein tauber Greis und ein halbwüchsiges Mädchen. Man sagt ihr zwar Weisheit weit über ihr Alter hinaus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie etwas vom Fischen... Ach, ich habe einfach kein Vertrauen. Nach Boran. Weiter bei 142. Sie rufen sich ins Gedächtnis, was sie über Boran wissen. Heilige Stadt des Ruhr- und Chor-Glaubens und letztes Überbleibsel des maraskanischen Königreiches. Eine Hafenstadt, seit fast 30 Jahren wird sie von kaiserlichen Elitetruppen belagert, von gefährlichen Kämpfern, und man hat es im Orkrieg gesehen. Seit 30 Jahren, die Verteidigungsbauten müssen bombastisch sein. Seeseitig besteht eine Blockade durch einen ganzen Verband von Galeeren, bestückt mit Rotzen, Aalen und Hornissen, und trotzdem gelingt es bisweilen einem Schiff, die Blockade zu durchbrechen, heißt es. Gerissenen bornischen Kauffahrern oder wagemutigen maraskanischen Freibeutern, man könnte auch sagen Piraten. Ein Prinz beherrscht die Stadt, ein Sohn des alten Königs, aber vielleicht ist er auch nur eine Marionette, die einer Bande von Seeräubern gehorcht. Weiter bei 302. Es scheint nicht ganz leicht, nach Boran hineinzugelangen, äußern sie. Garalors Blick verschleiert sich. Es gibt Mittel und Wege, und ich bin nicht gerade arm. Legen Sie bitte eine Intuitionsprobe ab. Wahrscheinlich ist Intuition eine von meinen Stärken. Haha. Naja, 10. 50-50. Ja, mit einer 9 bestanden. Ihr Gelingen führt sie nach 261. In dieser Nacht träumen sie rege. Das kleine Ruderboot mit ihnen und den beiden Matrosen an Bord legt vor dem Piratenschiff ab, um sie an der vereinbarten Stelle abzusetzen. Sie werfen einen Blick zurück auf das Schiff, auf dem sie die letzten Tage verbracht haben, und können seine schwarze Silhouette in dieser sternenlosen Nacht kaum noch ausmachen. Obwohl sie allenfalls 100 Schritt von ihm entfernt sein müssten. Die Ruder klatschen ins Wasser, zu laut erscheint es ihnen, denn irgendwo hier muss die Galeere lauern. Weiter können wir nicht, sagt einer der Matrosen. Und sie lassen sich aus dem Boot ins knietiefe Wasser gleiten. Während die Rudergeräusche sich entfernen, stapfen sie zum Ufer. Das Wasser wird tiefer. Als sie bis zur Brust darin stehen und kaum noch gehen können, wenden sie und gehen in die andere Richtung. Nach einiger Zeit wiederholt es sich. Da sie kaum die Hand vor Augen sehen, wagen sie nicht zu schwimmen. Sie könnten die falsche Richtung einschlagen. So erwarten sie langsam auskühlend den Morgen. Im ersten Dämmerlicht erkennen sie endlich, wo sie sind. Auf einer Sandbank. Weit draußen im Perlenmeer, und nirgends ist Land in Sicht. Ihre Hände sind gebunden, sie stehen am Anfang der Planke, die über die Bordwand hinausragt. Und nun du, sagt der Seekrieger in der kaiserlichen Uniform und gibt ihnen einen Stoß. Kein Mitleid ist in seinen Augen oder in denen der Umstehenden, auch nicht in jenen des kleinen Jungen, der mit ernstem Gesicht seine Trommel schlägt, zu sehen. Sie betreten die wippende Planke, sehen hinab ins schäumende Wasser. Es ist rot vom Blut ihrer Vorgänger, und sie erkennen deutlich die langen, dunklen Leiber unter der Oberfläche, die dreieckigen Rückenflossen. Panisch drehen sie sich um und starren in ein lächelndes Torwallergesicht. Ihr gestattet, Bruderschwester, sagt er, umarmt sie und drückt sie fest an seine Brust. Dann springt er mit ihnen von der Planke, dorthin, wo die vielzahnigen Rachen schon warten. Weiter bei 16. Oh je.
Der Held braucht nachher Urlaub, wenn der fertig ist. Aber es kommt ganz anders. 3 Tage später sitzen sie vor der Schenke eines kleinen Dorfs, wenige Stunden von Sinoda entfernt. Sie teilen sich den Tisch mit einem grauhaarigen Tobria. Er liest murmelnd das Empfehlungsschreiben, das ihnen Garalor mitgab. Dabei reibt er sich ab und zu auf eigenartige, affektierte Weise die kleine Nase, die im Vergleich zu seinem mächtigen Kinn unproportioniert wirkt. Er trägt eine dick bestickte Lederjacke. Wie er das bei der herrschenden Hitze aushält, ist ihnen ein Rätsel. Was er zu viel an Kleidung trägt, hat seine Nachbarin zur Linken, die sie währenddessen höflich ausfragt, zu wenig. Denn außer einem sehr dünnen Bauschrock mit schmalem, aufgesetzten Streifen aus Batist, die ihren Zweck der Schicklichkeit Genüge zu tun und dezent zu verhüllen so gründlich verfehlen, trägt sie nur ein schmales Oberteil, das im Wesentlichen aus 2 Körbchen aus Messingspiralen besteht. Ah ja. Sie ist eine sehr schöne Frau und Garador sagte ihnen, dass ihretwillen mindestens 6 Männer den Tod fanden. Einer entleibte sich, 2 starben im Duell, 3 weitere suchten ihr Ende im Krieg Al-Anfas gegen das Kalifat auf der einen oder anderen Seite. 2 Dinge haben sie aber sofort an ihr fasziniert. Ihre Art, sich zu bewegen, sie geht nicht, sie scheint zu schweben, und ihre Augen. Was bei anderen Menschen weiß ist, ist bei ihr zart blau. Was? Das Weiß ihrer Augen ist blau. Also das finde ich nicht faszinierend, das finde ich creepy. Der 4. am Tisch ist ein mächtiger Blonder. Wüssten sie es nicht besser, so würden sie ihn für einen Nordländer halten. Doch Jindar ist Maraskaner. Mit geschlossenen Augen sitzt er da und scheint zu schlafen. Dann wirft er unerwartet eine Bemerkung ein und beweist damit das Gegenteil. Benningstein, der Graue, legt den Brief zur Seite. Der Grundherr Garalor ist dein Onkel? Ja, mein Ohm, antworten sie. Du willst also zum Theater? Es ist mein Herzenswunsch, beteuern sie nickend und schieben das kleine Beutelchen über den Tisch. Ich hätte es fast vergessen, Klimper. Benningstein langt danach, um es zu öffnen. Es wird schon richtig sein, wirft Mada Hayida sanft ein, legt ihre Hand darauf und wirft ihnen einen Blick aus ihren hypnotischen Augen zu. Weiter bei 213. Gut, 213, mal sehen. Sie verlassen mit den 3 den Platz vor der Schenke und gehen zum Rest der Theatergruppe. Dabei erinnern sie sich an das, was ihnen Garalor 2 Tage zuvor auftrug. Du wirst dich Mahadayida und ihrer Truppe anschließen. Ich weiß, dass das Feldlager vor Boran ihr Ziel ist. Dort musst du selbst sehen, wie du über die Belagerungslinie gelangst und in die Stadt hinein. Du kennst sie übrigens. Wen? Mahadayida. Du hast sie im Theater gesehen. Die Schauspieler? Sie sind immer noch hier? Sie waren die letzten Wochen auf dem Gut eines meiner Nachbarn. Sagen wir mal, Mada Hayida hat einen 9 mit 10 gefunden. Er kichert dabei. Ausgerechnet Diozibär. Jeder Sumpfegel versteht mehr von Kunst als er. Benningstein stellt sie den anderen 9 vor. Mit ihnen wären es 13. Es gibt bessere Omen. Weiter bei 239. Ja. Aha. Wir haben gerade ein neues Stück einstudiert, erklärt Mada Hayida, und du kannst darin die Rolle eines Geistes übernehmen. Ein Geist? Ja, es spielt in der Wüste von Pavi. Wüste von Pavi? Geben sie arg verwundert von sich. Es ist Kunst und nicht das Leben, belehrt sie Benningstein, von dem sie wissen, dass er als Versschmied in der Gruppe auftritt. Ohne auf seine Kollegin zu achten, erklärt er weiter, es geht um eine Karawane, die dort verschollen ist. Eine Karawane? In Pavi? Schon gut, fahren Sie einfach fort. Sie ist natürlich nicht einfach so verschollen, sondern ihr Führer hat sie in die Arme eines vampirischen Beschwörers geführt. Eines der Opfer bin ich, übernimmt Mada Hayida etwas ungeduldig das Gespräch. Und mein Liebster begibt sich auf die Suche nach mir. Ihre Hand weist auf einen nasebohrenden Schönling, der sich nur für solche Rollen taugt. Er hat einen Begleiter. Benningstein reißt mit geballter Faust die Erklärung wieder an sich. Eine mysteriöse Figur. Er hat das Gedächtnis verloren und weiß nicht, dass er der Zwillingsbruder des Beschwörers ist. Sehr dramatisch. Etwas verwirrend, steuern sie bei. Wahre Kunst gibt Rätsel auf, fügt Jindar hinzu, sein rhythmisches Schnarchen unterbrechend. Wie auch immer.
beendet Madahayeda die Auskünfte mit blitzenden Augen. Zeig uns, ob du geeignet bist. Es ist 2 Stunden vor Morgengrauen. Dort ist die Karawane und dein Herr befahl dir, gehe hin und erfülle sie mit Schrecken. Legen Sie bitte eine Probe +8 auf INCHGE, Schauspielerei, ab. ja, sehr schön. Dieses Talent gibt es nicht. Und es ist auch keines auf der Liste gewesen, oder? Auf der Liste standen solche umwerfenden Sachen wie Töpfern und so. Aber Schauspielerei war nicht dabei. Super. Dafür habe ich natürlich Töpfern genommen. Und Holzbearbeitung. Und Schneidern. Ja, dann sage ich jetzt einfach mal, dass ich Töpfern, Holzbearbeitung und Schneidern nicht habe und dafür Schauspielern auf 5, weil sonst ist es etwas lächerlich. gut, dann würfeln wir mal. Nein, ich habe 19-19-4 gewürfelt. Da kann man gar nichts machen. Hey, das ist mein Würfel. Gib ihn wieder her. Ja, gib den Würfel her. Also gut, wir haben sowas von gepatzt, also noch nicht ganz gepatzt, also war jetzt keine Triple 20, aber es war kurz davor. Vermutlich jagen sie uns mit Schimpf und Schande vom Hof 214. Also vor allen Dingen finde ich es halt witzig, weil vorne steht drin, welche man braucht, welche man also wählen muss, welche Talente. Und da sind dann auch solche Talente dabei wie Fliegen, was völlig sinnfrei ist. Ich spiele ja keine Hexe. Und das wissen sie auch, aber Theaterspielen ist nicht dabei. Sie ächzen, stöhnen und winden sich wie ein Geschöpf aus dem Limbus selbst und schießen dabei unbarmherzig mimische Pfeile aus Hass, Leere und Wut auf die Versammelten ab. Denn genau so muss es sein. Mein Benningstein, als sie ihre Darbietung beendet haben. Ganz gut, aber es könnte für ein unvorbereitetes Publikum leicht so wirken, als wollte ein Landkind aus Weiden eine Schar gorischer Vampire zum Breiersglauben bekehren. Wir sollten das mehr der Fantasie überlassen. Doch scheinst du mir ein guter... ja, wir haben jetzt ein kleines Problem, eine Katze, eine zweite Katze, die jetzt hier auch meint, mitspielen zu müssen... doch scheinst du mir eine gute Beobachtungsgabe haben. Vielleicht kannst du mich beraten. Legen Sie bitte eine Probe auf das Talent Schauspielerführung. Selbstbeherrschung +10? Wie soll ich denn Selbstbeherrschung +10 machen? Selbstbeherrschung +10. Dann habe ich Mut 3. Was? Nee, das kann nicht sein. Also irgendwas... verstehe ich hier gerade falsch. Moment. Okay, also es sieht wie folgt aus. Wir haben dieses spezielle Talent nicht. Wir haben eine Selbstbeherrschungsprobe +10. Unser Wert ist 4. Das heißt also, wir müssten erreichen... Ja, wir können es versuchen, aber das sieht schlecht aus. Also ich weiß jetzt nicht, was die erwarten... was man da eigentlich für Werte hat. Vielleicht, ich bin wahrscheinlich auch einfach zu unterbewertet, denn ich habe natürlich keinen, ich bin davon ausgegangen, dass der Held, den sie einem zur Verfügung stellen, voll fertig ist, aber das ist er anscheinend nicht. Dann gucken wir mal. Aber wir sagen jetzt einfach mal, ist bestanden, weil ich glaube einfach, dass mein Held zu schwach ist, um das zu spielen. Ich hätte mir wahrscheinlich einen Held bauen müssen für die... Ja, obwohl. Erfahrungsstufe 4. Jetzt ist halt die Frage, ob dieser komische Held, den sie mir da gebaut haben... der hat Stufe 6. Hat aber 0 Werte irgendwie. Und Selbstbeherrschung dürfte ich nicht über 6 haben, oder? Ja, genau. Also dann, ja gut, also ja, wir haben es jetzt nicht bestanden. Ist jetzt auch schade. Nach 59. Nee, wir gehen nach 143, weil es nicht gelungen ist. Es ist wirklich spannend. Es ist zum Heulen. 143.
Solchartige Kommentare führen nach 2 Stunden zum abrupten Ende ihrer Assistenzkarriere. Das versteht man nicht. Es heißt Riesenalk und nicht Alp. Und es hat auch keine Hörner. Da fällt mir eine Geschichte von meiner Großmutter ein. Das versteht keine Sau. Nein, sie sind viel kleiner und leben in Almada. Was? Jeder torbrische Dorfdepp weiß, dass man nach Punen... Oh, Entschuldigung. Sie könnte jetzt doch ein komisches Liedlein singen. Nein? Also, jeder weiß doch, wenn man nicht lachen kann... Ho, 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 japs. Wir müssen nicht warten. Ich kann dir auch gleich hier die Fresse polieren. Legen Sie bitte eine Probe auf 2 der Talente Holzbearbeitung kommt jetzt endlich zum Tragen. Holzbearbeitung. Schneidern oder verkleiden? Schneidern. Genau, also da habe ich jeweils 2 und jetzt müsste man halt wissen, was da die Talentwerte sind. Moment. So, also die Talente habe ich nirgends gefunden. Also sie sind auch nicht in den Regeln, die ich habe. Ich habe die DSA 3 Regeln. Und in diesem Regelwerk, das ich habe, sind sie nicht drin. Ich habe jetzt allerdings einfach mal auf mich verstecken gewürfelt. Das habe ich bestanden. Und dann habe ich noch einen zweiten gekrittet. Also da habe ich 1-1-17 gewürfelt. Das wäre auf jeden Fall bestanden. Egal, wogegen das geht. Das heißt also, wir haben das jetzt mal hier bestanden. Das heißt, lesen wir 176. Ich könnte jemanden bei der Requisite gebrauchen, wirft Jin da noch rechtzeitig ein. Nachdem er sie nach ihren handwerklichen Kenntnissen befragt hat, erläutert er ihnen, gelegentlich muss man etwas reparieren. Oder neu bauen. Aber unsere wichtigste Aufgabe ist es, Ordnung zu halten. Weißt du, die anderen lassen nach der Aufführung immer alles stehen und liegen, wo es ist. Und wenn sie es dann brauchen, beginnt das Gejammer. Also Ordnung, Ordnung. Ich habe mir ein System ausgedacht. Jinda hält einen langen Vortrag. Notieren Sie sich ihr Stichwort Prios und legen Sie dann eine Klugheitsprobe ab. Okay, also wir notieren uns Prios. Und wir sind bei 176 und wir machen eine Klugheitsprobe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir besonders klug sind. Ah, 11. Naja, gut. Ha, mit einer 6 bestanden. Gelingt sie ihnen, leitet es sie nach 159. Und ich glaube, da werden wir dann heute auch Schluss machen. Mal sehen, was da passiert. Als Jinda endlich schweigt, haben sie das System verstanden. Es geht bloß darum, alles in eine Kiste zu werfen und sobald jemand kommt und fragt, wo etwas Bestimmtes sein könnte, so lange zu nörgeln und zu schimpfen, bis er sich selbst des Aufbewahrungsortes entsinnt. Sie lernen daraus, dass die Schauspielerei nicht nur auf die Bühne beschränkt ist. Weiter bei 257, das ist lustig. 257. Gut. Mal sehen, was wir bei 257 finden. In den nächsten 4 Wochen führt der Weg der Theatergruppe an der Ostküste entlang nach Norden. Da die Truppe weder über Wagen noch Lasttiere verfügt, werden die Requisiten und das gesamte Gepäck in Tragekörben an langen Stangen transportiert. Der Weg ist nur selten gut und damit für die Träger etwa die Hälfte der Gruppe eine arge Strapaze. Liegt ein Dorf in der Nähe des Weges, so wird es angesteuert. Kurz davor nimmt der Schönling der Truppe, Marmold, 2 Messingbecken und unter großem Getöse wird im Dorf Einzug gehalten. Sodann werden die Tragstangen an einer passenden Örtlichkeit in den Boden gerammt und eine Plane kommt darüber. Die Bühne ist fertig und erwartet den Auftritt, der meist gegen Abend stattfindet. Heißt ihr Stichwort Prios, dann gehen sie zu 380. Unser Stichwort heißt Prios. Und da machen wir dann demnächst weiter und sehen, was uns in diesem Solo-Abenteuer, das Teil der 7 Gezeichneten ist, noch widerfahren wird. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend.